Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video beim Pascalationskanal. Ihr wisst Bescheid. Wir reagieren zu Samra Weiße Orchideen, produziert bei Lukas Lulu Lules. Sagt mir jetzt so gar nichts, Alter, aber wir gehen mal rein. Also, ich meine den Produzenten jetzt, ne? Nicht Samra oder so. Nicht falsch verstehen. Ist bestimmt safe ein berühmtes Sample, aber da bin ich überhaupt nicht drin, Leute. Wer würde an meinem Grab stehen und weinen? Okay, ganz kurz, was ich ein bisschen schade finde, dass das Video so handymäßig gemacht wurde. Aber wir gehen nochmal so zum Einstieg hier. Wer würde an meinem Grab stehen und weinen, wenn ich wieder zu viel Gas gebe auf Alk? In die Gegenspur rast und es knallt und der Bentley in Flammen steht auf nassem Asphalt. Kompletter, deeper Real Talk, Alter. Nice. So, wer würde an meinem Grab stehen und weinen, wenn ich wieder mit Alkohol vom Steuer gegen die Leitplanke fahre? Digga, das ist nice, Alter. Stark, echt. Wer würde für mich beten, dass Allah mich sieht, während mich Sanitäter aus dem Wagen ziehen und versuchen zu reanimieren? Sag mir, wer würde ehrliche Tränen verlieren? Ja, gerade als Rapstar, du hast auch, gerade wenn du mit Drogen und Alkohol und solchen Sachen immer wieder zu tun hast, du hast das Geld, du bist der Star, du bist, egal ob es Liebe, Freunde, Kontakte, wie auch immer so, ne? Digga, du kannst dir über nichts sicher sein, was ehrlich ist. Es sei denn, obwohl das ist schon schwierig. Echte Freunde, man erkennt das ja ein bisschen, sag ich jetzt mal, wenn du mit denen aufgewachsen bist, ne? Da hat man immer noch eine gute Chance, aber du weißt trotzdem nie. Aufhört zu atmen im Blaulicht. Wallah, jeder ist dein Freund, wenn du drauf bist. Und jeder ist dein Freund, wenn du Millionen hast. Aber sag. Ja, das meinte ich ja vorhin, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Nice, dass er das hier auch nochmal rappt. Real Talk des Todes, Alter. Wenn du drauf bist. Und jeder ist dein Freund, wenn du Millionen hast. Aber sag mir, wer bleibt da ja auch ohne das? So viele Hurensöhne am Heucheln. Doch ich weiß, was Familie bedeutet. Und wallah, halt ich jemals den Atem an. Dann blühen weiße Orchideen da am Straßenrand. Ja, was soll ich sagen? Er hat halt komplett recht, ne? Ja, hat sich ja auch ein mieses Label jetzt mittlerweile auch aufgebaut, ne? Also im guten Sinne natürlich. Schafft eine übermächtige Atmosphäre, wenn man den Song kennt und schon so ein bisschen gehört hat. Also, und dann, vorher wusste man auch noch nicht, was einen erwartet, aber das schafft schon eine kranke Atmosphäre, Alter. Samra, Alter, Bruder. Die letzten Worte für den Notarzt. Fick die Bastarde, die mit mir auf Koks waren und sich. Die letzten Worte zu meinem Notarzt. Fick die Bastarde, die mit mir auf Koks waren. Digga, nice. Ja, Digga, ich will nicht wissen, was für Psychosen man da hat, ne? Wenn man da so lange, was heißt so lange? Er ist ja jetzt vom weggekommen, soweit ich weiß. Und ja, ich hoffe, er kommt da nie wieder hin, Alter. Das wünsche ich keinen. Summer sowieso nicht, Alter. Worte für den Notarzt. Fick die Bastarde, die mit mir auf Koks waren und sich verpisst haben, als ich nicht mehr klar kam. Heute müssen all die Wichser wieder mit der Bahn fahren. Seh Mama weinen, denn ihr Sohn ist in den Nachrichten. Ja, ist nice, ne? Jetzt, wo ich nicht mehr gucke, sind sie nicht mehr da, aber jetzt müssen sie mit der Bahn fahren, so dieses so extra schadenfrohe noch rein in die Wunde, Alter. Nice, cool gemacht. Und Dunja schreien, weil ich jede Nacht nach Gras rieche. Ballerpillen, damit ich kurz mal keine Angst schiebe. Vivonox, damit ich endlich nicht mehr wach liege. Sag, wer würde mich denn lieben, wenn ich gar nichts hab? Keine Mastercard, kein Verlagsvertrag. Meine Seele voll Pflaster, ich will nicht scheinen. Ja, das meine ich, das ist halt sau, 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 sau schwierig, ne? Klar, du kannst die Frage halt stellen, aber wie findest du raus, ob jemand lügt oder nicht, ne? Digga, das ist schon schwer. Das tut sich dann erst über die Zeit herausstellen. So beim Kennenlernen oder so, oder wenn man sich gerade kennt, so ist ganz, ganz schwierig, weißt du?
Man muss halt durch die harten Zeiten. Auch die Leute, die zu ihm gehalten haben, als diese angebliche Vergewaltigungsgeschichte da war. Ganz vergessen, wie die heißt, Alter. Hat sich ja auch als Lüge herausgestellt, soweit ich weiß. Wir predigen Wasser, doch trinken Wein. Hoff, ihr werdet an mein Grab stehen und lachen. Die, die mich lieben und die, die mich hassen. Nein, den Jungen konnte keiner verstehen. Aber Tränen fallen wie Regen auf weiße Orchideen. Er lässt so seine Karriere halt hier nochmal komplett durchlaufen. So, das Video ist eigentlich doch nice gemacht mit Handy zwar, aber sonst so, ja, dieser Beat oder dieses Sample oder wie auch immer, läuft halt, wie er so am Nachdenken ist und alles Revue passiert, was so passiert ist. Ja, ihr wisst doch Bescheid, Alter. Ja, wirklich nice, Alter. Gut, dass Samra wieder auf dem guten Weg ist, Alter. Feier ich. Tropft auf die Air Force One. Ist okay, ja, wenn Gott nicht mehr warten kann. Doch halt ich jemals den Atem an. Blühen weiße Orchideen da am Straßenrand. Ja, was soll ich jetzt sagen? Übernicer Song. Viele Lines, die im Kopf bleiben. Real Talk Lines. Samra ist wieder auf einem guten Weg. Dieses Feeling des ganzen Songs ist einfach übertrieben nice, Alter. Was soll ich euch sagen? Wir gucken noch mal, ob noch was im Video passiert. Ja, wie gesagt, das war's hier. Aber schreibt mir auch gerne eure Meinung zu Samra und feiert ihr den Output genauso wie ich oder sagt ihr eher, ich vermisse eher die ältere Musik von Samra? Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr Rap so feiert wie ich, abonniert gerne meinen Kanal. Ich bin raus, meine Freunde.